Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spencers Advent TV, meine ich. Na, ging ja fast alles glatt über die Bühne, das mit TV und Spencer. Muss wohl an Weihnachten liegen oder an der Tatsache, dass dieses Jahr der 4. Advent und Heiligabend auf denselben Tag fallen. Leute, der schon vergangene 3. Advent, da ging aber alles drunter und drüber. Und heute, also so vor Heiligabend, als Ersatz für den 4. Advent, das ist dieses Mal alles so gedrängelt, furchtbar. Tja, auch im Spencerdorf hat es Organisationsprobleme gegeben. Da wurde groß ein Festessen im Schloss geplant, bei Nippo, und dann stellt das Organisationskomitee fest, was? Na, der Baum vergessen, der Weihnachtsbaum. Etwas, was geschmückt wird, was Tradition hat. Das weiß ich von Hallo Spencer aus Facebook. Da habe ich das gelesen und gesehen. Und dann, kurz vor knapp, haben sie sich doch noch berappelt. Ausgerechnet der Kasimir, der Kleine, der Hilfreiche, der kam auf die richtige Idee, ich zieh los und besorg einen Baum. Recht hatte der Mann. So, und so werden wir jetzt sehen, ob sie es noch geschafft haben, im Dorf aller Dörfer, dann auch noch einen Tannenbaum nicht nur zu bekommen, sondern auch rechtzeitig zu schmücken. Ist ja auch nicht so ganz ohne. Heute habe ich für euch ein kleines Geschehen aus dem Dorf aller Dörfer mit großer Wirkung. Ihr werdet es gleich sehen. Und dann kommt später noch ein weiteres Filmchen, nämlich die Weihnachtsgeschichte. So Marke Bethlehem im Spencerdorf. Aber jetzt erstmal die Geschichte für heute. Jetzt zu dieser Zeit. Direktschaltung zu einer Konferenz für Sicherheit und Politologie. Ihr wisst sicher schon, was damit gemeint ist. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Leute, wir alle lieben Poldi. Aber ob Poldi uns alle liebt, ja, das ist doch die Frage. Wer sich auch nur ein bisschen in unserem Dorf auskennt, weiß, dass Poldi uns zuweilen fressen will. Ja. Deswegen sitzen wir hier auf der Konferenz für Sicherheit und Poldologie im Spencerdorf. Wir müssen erreichen, dass er nie mehr sagt, hua, ich will dir fressen, was eigentlich dich fressen heißen müsste und was furchtbar kindisch ist. Er soll sich entscheiden, entweder diesen Satz nie mehr zu sagen oder als kindisch und unvernünftig zu gelten. Muss das sein? Was? Na, dass ihr beide hier die Füße auf meinem Tisch liegen habt. Danke, danke. Das ist so bequem. Ja. Also, Elvis, Lexi, wir müssen jetzt genau überlegen, wie wir das machen. Was? Na, wie wir Poldi vor die Entscheidung stellen. Ja, das müssen wir genau überlegen. Ja, Leute, erstmal, Poldi hat mir versprochen, ein paar Liedchen für euch zu singen. Mal sehen. Ich meine natürlich, mal hören. Es geht los beim Krater. Meint ihr denn wirklich, dass so ein liebenswürdiger Kinderliedersänger eine Gefahr ist? Mama, die mögliche Gefahr genügt, um etwas gegen sie zu unternehmen. Ja. Muss das sein? Was? Was? Dass ihr eure Füße hier auf meinem Schreibtisch liegen habt. Oh. Danke. Ja, also, wenn Poldi sich entscheidet, seinen Hua-Satz nie mehr zu sagen, dann müssen wir ihm ja eine Belohnung versprechen. Welche? Weiß ich selber doch nicht. Poldi! Ha, hallo? Poldi, du hast extra gesagt, dass du singen willst. Will ich ja. Na also, sing, ich schnippe. Kannst. Was? Schnippen! Ach so, ja, natürlich. Blumen ausgraben und vergesst die Schaufel.
Das ist ja vielleicht ein singsaumseliger Sänger, der Fresssack. Dabei hat er es doch selber eingeboten, ne? Spencer, wir brauchen unbedingt für unseren heutigen Song noch einen, der triangelt. Ja, die Lisa spielt auch mit, aber die hat leider schon eine Rolle. Muss das sein? Ja, ohne Triangel geht der heutige Song nicht. Ja, das muss das sein, bezog sich nicht auf dich, Carlotto. Na, Spencer, wer macht denn jetzt unseren Triangler heute? Darf's denn auch ein Sänger sein? Nö, Spencer, Sänger sind wir selber. Wir möchten Poldi belohnen, indem er bei euch mitsingen darf. Wofür denn belohnen? Tja, also, dass er uns nicht mehr mit seiner Hua-Fress-Arie bedroht, oh, weißt du? Oh Mann, das wäre ja wundervoll. Also darf er mitsingen? Das geht wahrscheinlich, Spencer, aber triangeln muss er auch. Na gut. Hallo, Poldi. Hallo? Ja, Poldi, wieso fängst du eigentlich immer an zu singen und hörst dann wieder auf? Weil der Bullerwagen, wenn ich den erst hab, da werde ich ganz doll singen. Ach, wieso den Bollerwagen? Jetzt sollst du singen, du hast es doch versprochen. Ja, ja, ist ja schon gut. Kannst. Hä? Kannst? Was? Na, was wohl? Schnippen! Ah, schnippen! Ich sitz auf meinem Bimsgestein, Bimsgestein, Bimsgestein und denk, ich wäre ganz allein, ganz allein. Was ist denn hier? Oh, hey, Kasi, hallo, halt, Kuckuck! Menno, der ist viel zu schnell, den krieg ich nie mehr. Ich gehe zu ihm nach Hause, da warte ich auf ihn und dann können wir uns unterhalten. Das stimmt also. Ah! Cookie da! Sieht der schön aus, der Wagen mit den vielen Blumen. So, Lisa, ja. Das sind jetzt die letzten. Und Küsschen kriegst du auch von den Zwillis. Aha. Er kommt zurück. Und tipp, und tipp, und tipp, und tipp, und tipp. Ach, der schönste Jungdrache der Welt, sonst will ich dir fressen. Das heißt dich. Und was heißt sonst? Wenn du mir den Rollerwagen nicht gibst. Das heißt Bollerwagen. Du bist aber damit gerollert. Ja, das mache ich manchmal, wenn's schnell gehen muss. Aber das soll man eigentlich nicht. Ich will den haben. Hey, ich muss noch die Müllabfuhr machen. Dann kannst du ihn leihen. Nix leihen. Haben. Was meinst du mit haben? Ich will Tag und Nacht damit rumrollern. Du meinst geschenkt? Nix geschenkt. Da müsste ich ja Danke sagen. Haben. Also haben und behalten? Nö, das geht nicht. Das geht wohl. Hm? Und zwar, wenn ich dir fresse, dann erbe ich nämlich den Rollerboller-Dings da. Also mit Drohen geht das überhaupt nicht. Und wie das geht? Guck mal. Was? Also gut. Fahr runter. Ja. Alles klar, Kasi. Mhm.
Dann schmeiß sofort den Schlüssel runter. Und denkst du? Na, warte. Jetzt fress ich dir zweimal. Dazu musst du mich erst einmal erwischen. Ich warte hier, bis du runterkommst. Ich muss nicht runter. Ich belagere dich. Das heißt dich. Bis du verhungerst. Meine Vorräte reichen notfalls für 2 Wochen. Verhungerst! 2 Wochen! Verhungerst! 2 Wochen! Du kannst auch nicht weg. Nicht mal pinkeln kannst du gehen. 2 Wochen lang. Oh! Hey, Poldi! Poldi! Also sag mal, warum klingest du denn wie ein Verrückter? Kasi ist doch da oben auf dem Balkon. Ja, der Kasi ist da oben auf dem Balkon. Und den Kasi holst du mir da oben sofort hier herunter. Was? Sonst... Was? Halt! Stopp! Schluss! Poldi! Poldi! Was soll das, Poldi? Kasi! Die Konferenz für Sicherheit und Poldologie im Spencerdorf will, dass du dich entscheidest. Ja. Entweder nie mehr zu sagen... Wow, ich will dir fressen. Oder wenn du diesen falschen Satz weitersagst, für völlig kindisch und unvernünftig zu gelten. Willst du kindisch und unvernünftig sein? Ja. Na also, dann Schluss mit der Fressdrohung. Ja. Was? Du willst doch kindisch und unvernünftig sein? Ja. Also du musst dich entscheiden. Ja. Aber Poldi, also mit deinem dauernden Nö kommen wir nun überhaupt nicht mehr weiter. Nee. Wohin wollen wir denn überhaupt weiterkommen? Ich will Kasis Rollerbollerwagen, aber der Kasi, der... Also, Augenblick mal. Einfach so haben, das geht ja nun nicht. Nee. Aber Kasi, vielleicht kann er ihn ja eintauschen. Also, höchstens gegen Poldis Fahrrad. Ich brauche Räder. Na, Poldi, was sagst du denn dazu? Mein schönes Fahrrad! Ja. Ja, also du kriegst ja Bedenkzeit. Danach musst du dich aber entscheiden. Was macht ihr denn? Poldi, ich kann's dir erklären, ja. Poldi. Also, wenn du dich entscheidest, deinen Fressdrohsatz... Den mit dem Brrrr, hua, nicht mehr zu sagen, dann darfst du zur Belohnung heute bei den Quietschboys mitsingen. Ja. Krieg ich da auch Denkzeit? Das heißt B. Was heißt B? Das heißt B, Denkzeit. Aha. Klar, Poldi, für alle deine Entscheidungen. Also Bollerwagentausch gegen Fahrrad oder nicht. Und kindisch mit Hua oder nicht kindisch mit Singenbelohnung kriegst du natürlich Bedenkzeit. Hey, Kasi! Wenn ich nicht mehr denke, schrei ich dir Bescheid, ob wir Räder tauschen oder nicht. Ist gut. Quietschboys! Ja. Wenn ich nicht mehr denke, dann sage ich euch, ob ich singe oder nicht. Ist gut. Wenigstens Bedenkzeit haben wir. Na, Leute, dann lasst uns mal nachdenken. Und es geht jetzt erstmal weiter beim Hausboot. So, die hier. Dahin, so. Und Kasi muss mir auch so eine Blumenfuhre rankarren. Und ich brauche unbedingt Erde fürs Pflanzen hier. Ich dann auch. Ja, gleich hinterm Schloss gibt's prima Erde. Ja, hallo. Hallo, Zwillis. Hallo, Lulu. Wisst ihr, ob heute Sperrmülltag ist? Erst in einer Woche. Ja, bei mir steht aber der alte Schrank draußen. Ja, dann musst du mit Kasi reden. Mhm. Ich muss auch hin. Los. Ich geh zusammen. Ja. Warte doch mal, ich komme gleich mit. Ach, Mann. Wow. Ich hab mich schon wieder in den blöden Blumenkasten gestoßen, Lisa. Du bist doch alles weg von der Reling hängen. Ich krieg so viele blaue Flecke. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie sieht denn das aus? Für ein Mädchen ist das wirklich nicht schön. Ruhe! Ich denke... frisst du auch, wenn du denkst? Quatsch! Ich denk doch gar nicht dran zu fressen. Also können wir durch. Kommt. Ich möchte mal wissen, was der so denkt. Ja. Tschüss. Kasi! 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 Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn, hä? Kasi, ich möchte auch so eine Blumenfuhre, bitte. Kasi, ich brauche ganz dringend Blumenerde von hinter dem Schloss. Ja. Kasi, ich habe einen alten Schrank draußen stehen. Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um Bollerwagentransporte, hä?
Ja, ja, ja. Tja, tut mir leid, meine Damen. Aber der Bollerwagen gehört nicht mehr mir. Was? Aber hier unten steht er doch. Ja, tja, noch. Aber Poldi denkt darüber nach, ob er ihn nicht gegen sein Fahrrad mit mir tauscht. Sprecht mit Poldi. Also der alte Fresssack. Oh, es könnte sein, dass der gar nicht mehr fressen will. Ach, los, wir gehen. Ja, los. Ja. Das ist ja das Neueste. Das ist das Neueste. Da bin ich mal gespannt, was das werden soll. Ich denke. Poldi, du kriegst doch jetzt den Bollerwagen und da könntest du das vielleicht... Das ist noch lange nicht entschieden. Ja, aber wenn ganz man... Also, meine Sohn, das ist doch nur... Ruhe! Du da, komm mal her. Oh, ja, was ist denn? Für die Blumenfuhre kriege ich aber einen Kuss. Kriegst du? Yippie! Also, Poldi, wenn du dich entscheidest und zur Belohnung bei uns mitsingen willst, dann musst du aber auch zur Probe kommen. Ja! Die Erde für die armen Blumen. Ach, und der arme Poldi, das ist wohl gar nichts, ha? Plötzlich hast du kein Fahrrad mehr. Darfst nicht mehr Brua sagen und bist kindisch. Bloß weil du zur Belohnung auf dem Bollerwagen singst. Alle anderen gucken. Sag mal, Poldi, ist dir nicht gut? Poldi, ja. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja, ja, das wirklich. Geht einfach das nicht mehr so weit. Wenn ihr alle dasteht und quasselt, dann kann ich nicht denken. Ja. Hinsetzen! Hä? Los! Was? Wenn ihr alle so da sitzt, kann ich erst recht nicht denken. Hinlegen! Hä? Los! Mann, dieser Poldi. Mann, das ist dreckig und mein Knie tut weh. Quasi! Mein Gott. Ja? Entschieden! Und, wie hast du dich entschieden? Los, komm, tauschen! Poldi, du musst dann viele Bollerwagentransporte machen. Willst du mir beflussen? Ey, Mann, Poldi, das heißt beeinflussen. Ja, ja, ja. Ich will roller, roller, rollern. Ich habe dich gewarnt, Poldi. Roller, 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 rollern. Wir treffen uns an der Grenze. So, los geht's. Da ist es. Juppa. So. So, Poldi. Und immer schön abschließen. Ne? Ja, klar. Und jetzt steig auf. Oh, ich kann ja gar nicht Rad fahren. Na, guck mal, den Bollerwagen, den konnte ich ziehen. Das Rad muss ich wohl schieben. Du bist ja so gemein. Wieso das denn? Willst mein Fahrrad haben und kannst gar nicht Rad fahren. Ich habe extra gesagt, ich brauche Räder. Mehr Räder. Poldi, du musst jetzt die Müllabfuhr machen. Was muss ich? Ja, ich hab's dir gesagt, überall stehen Müllsäcke. Die müssen weg. Da muss ich aber noch mal denken. Willst du zurücktauschen? Nee, ich will rollern. Dann musst du auch müllern. Gut, wer rollern will, muss auch müllern. Mach ich. Diesen Affenzirkus hier mitmachen? Nein. Nee, Kasi hat wie immer. Gehen wir doch einfach. Gehen wir. Tja, noch keine Entscheidung über Fressstopp. Muss das denn sein? Unmöglich. Hallo. Was ist denn nun los? Also, Poldi. 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 Poldi, wie wirst du dich denn nun entscheiden wegen Hua oder kindisch? Man kann doch nicht, also Poldi, auf eine Frage mit oder kannst du doch nicht mit ja antworten. Nein. Entweder oder. Aha. Oder ist ein Wort, das ist absolut blöde, das kann ich euch flüstern. Oder weder. So ist das denn. Du musst dich entscheiden. Poldi, Poldi. Die Entscheidung bleibt also noch offen, ob Poldi ein kindlicher Fresser bleibt oder so vernünftig wird wie wir. Ja, und zur Belohnung singen darf. Ja. Hm. Findest du uns denn immer so ganz vernünftig? Na ja, aber wir versuchen es zumindest. Leute,
Es geht jetzt weiter mit der Müllabrollerfuhr, mit einem ganz neuen Müllabrollerfuhrmann. Ich bin's, der Müllabroller! Ich hab den Abfuhrkoller. Ich hol dich alles ab und mach dabei niemals den Schlapp. Penny, Schlapp machen wir nicht. Nee. Ja, oh. Ich bin klasse. Aber von Penny war ganz leicht, da nur Papier drin. Ja, jetzt den nächsten. Ah, da ist noch ein Schuss. So. Oh, ruf mich mal. Du, die Erde für die Sonnenstatter Blumen, die ist hinterm Schloss. Nicht mehr lange. Und wir auch gleich welche. Ja, Poldi, lass aber noch Platz für meinen Schrank. Mach ich. Das ist doch nicht so wichtig. Und? Der ist schon wichtig. Eins. Das ist ja wie bei einer Hochzeit. Ich bin der Müllabroller. Das weg, das muss weg. Ich stürze mich auf den Alltagsdreck. Hey. Ich hol schon mal die Blumen für Mona. Du schaffst das ja nicht alles alleine, Poldi. Ah, hey. Da kann ich doch nur lachen. Hey. Natürlich schaffe ich das alles alleine. Sollst mal sehen. Ich bin Erster. Oh. Beim Hausboot mit den Blumen! Na, bitte mal los! Poldi, du verliebst die ganze Erde! Hoppa! Oh ja! Hoppa! Warte! Hoppa! Hoppa! Du bist ja da! Guten Tag, Herr Poldi. Sie wollen mir fressen? Tja, das wird wohl nichts. Das heißt nämlich mich, Herr Poldi. Darf ich Ihren werten Müll wegkarren, Herr Poldi? Oder möchten Sie Ihren werten Müll fressen? Wegkarren, jawohl! Ich bin der Müllabroller! Ich hab den Abfuhrkoller! Ich mach doch gar nichts falsch! Den Müll, den mach ich einfach kalt! Sind durch weg? Jawoll! Oh! So, Poldi, jetzt kannst du die Erde ja gleich hier abladen! Ja. Nix da! Erst die Müllabrollerfuhr, meine Dame! Dann die Erdanrollerfuhr! Poldi, jetzt passt doch mein Schrank gar nicht mehr drauf. Ach, Ihr Schrank, meine Dame. Ihr Müll, mein Bollerwagen frisst alles. Hey, jetzt kommt man ja gar nicht vorbei bei so einer verrückten Müllabfuhr. Ja. So, jetzt die Blumen für Mona. Hey, Poldi, du brauchst auch zum Proben keinen Bollerwagen. Was heißt hier Proben? Müllabrollerfuhr. Nee, ohne Probe kannst du nicht singen. Genau. Singen? Wieso denn singen? Kannst du Tree angeln? Angeln ja, Tree nicht. Du musst dann einfach hier drauf kloppen. Eigentlich muss ich ja arbeiten, aber kloppen tue ich gern. Siehst du, jetzt krieg ich doch noch meine Blumen vor. Immer musst du alles haben, die ich. Ja. Guck mal. Oh, oh. Ich bin doch Erster mit den Blumen. Also, Kasi, du warst wirklich die bessere Müllabfuhr, ja. Ja, aber Poldi war unheimlich schnell. Der war doch unsere ganze Erde verloren. Na und? Mein Schrank ist jedenfalls weg von der Straße. Ja. Obwohl und? Heute gar kein Sperrmülltag ist. Tschüss, Leute. Tschüss, Lulu. Poldi ist nur schneller, weil er viel mehr rollert. Das darf er eigentlich nicht, wenn er Last auf dem Bollerwagen hat. Vorsicht! Achtung, Hoppla, jetzt komm ich! Blumen erst! Vorsicht! Auweia! Lali! Lala! Lali! Lala! Ach, Kasi, ja? Bist du verletzt? Nein. Lali! Lala! Poldi, bist du verletzt? Nein.
Junge! Hallo, ich komme! Ich komme schon! Ich komme ja schon! Ah, da ist ja nur Sachschaden. Was heißt hier nur Sachschaden? Hallo, Lisa, los, komm, wir sind gleich dran! Ja. Poldi, komm! Ja! Was soll das denn? Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen! Lass nur, Mona, lass es dir erklären. Pass ich auf. Will nicht! Und zwar nicht, bevor Mona mir nicht geküsst hat. Als Dank für die Sonnenblumen. Na, du hast aber auch schon mal besser geküsst. Ist aber glücklich. So, Spencer, jetzt ja? Guck dir das mal an. Wieso lässt du den gehen? Weil er sich entschieden hat, nie mehr Hurra, ich will dir fressen zu sagen. Und zur Belohnung singt er jetzt mit den Quietsch Boys. Einerseits und andererseits, so fängt es meistens an. Ja. Du zögerst und bist unschlüssig, ja, was wohl passieren kann. Du siehst aber am Ende hey schon das Ziel, nur wie kommst du dorthin? Du wägst das für und wieder ab, und was hat wirklich Sinn? Du musst dich entscheiden, dafür oder dagegen. Das lässt sich nicht vermeiden, sonst bleibst du stehen. Jeden Tag aufs Neue musst du dich entscheiden, beweist du deine Schleue, hoffentlich, sicherlich oder auch nicht. Einerseits und andererseits gehst du, schließt sich die Tür. Und bleibst du da, fragst du dich auch, was spreche wohl dafür? Ja, was? Einerseits und andererseits, wählen heißt auch Verzicht. Denn das, was nicht von dir gewählt, erhältst du sicher nicht. Du musst dich entscheiden, dafür oder dagegen. Das lässt sich nicht vermeiden, sonst bleibst du stehen. Jeden Tag aufs Neue musst du dich entscheiden, beweist du deine Schleue, hoffentlich. Du musst dich entscheiden, dafür oder dagegen. Das lässt sich nicht vermeiden, sonst bleibst du stehen. Jeden Tag aufs Neue musst du dich entscheiden, beweist du deine Schleue, hoffentlich, sicherlich oder eben auch nicht. Na, also. Ja, also. Muss das denn sein? Naja, es ist halt so bequem. Aber was macht das denn für einen Eindruck, wenn jetzt gleich Poldi reinkommt? Ach, Spencer, du bist pingelig. Ach, pingelig hin, pingelig her. Ah, Besuch. Poldi. Bravo, Poldi. Hä? Bravo. War das nicht eine prima Belohnung? Yeah. Was denn für eine Belohnung? Na, für deine Entscheidung, nie mehr kindisch zu sein und nie mehr zu sagen, uah, ich will dir fressen. Ja, ja, ja. Hab ich mich denn entschieden? Ha, aber du hast doch zur Belohnung gesungen. Ach, hab ich gesungen? Na ja, Poldi, du hast... Nicht ein einziges Wörtchen hab ich gesungen. Ich hab nämlich bloß Tree geangelt. Keine Belohnung. Ich bin nämlich gern kindisch. Kuku, kaka, tata, ich bin's, Poldi, der schönste Jungdrache der Welt. Und ich will dir fressen. Und dir. Okay. Und dir. Das heißt die. Dich. Dich. Ja, ja, ja. Tschüss. 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 Tja, Leute, wo der Poldi recht hat, hat er recht.
Er hat ja nur geangelt, getriangelt und nicht gesungen. Aber unter uns, was würde das für eine langweilige Geschichte werden, wenn es nicht mehr hieße, uah, ich will dir fressen. Hm? Nein, also das muss der Poldi, denke ich, mir bald schon beibehalten. Ja, und später, heute, folgt die Weihnachtsgeschichte aus Bethlehem, Spenzerdorf, Schrägstrich. Daumen bitte hoch, wenn's gefallen hat, und Abo, wenn's beliebt. Euer Kalle von Spenzer TV. Mhm.